1, 0, minus 1, minus 2, ach, wir laufen schon auf Sendung. Ich hab mich verzählt. Ganz schlechter Scherz, ich weiß. Ganz schlechter. Ich muss einen Mord begehen. Ja, ihr habt ja unser leicht abruptes Ende der letzten Folge mitgekriegt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr und deswegen. So. Aber jetzt werde ich mir wieder Zeit gönnen und das Upgrade machen, was ich erst nicht konnte. In der letzten Folge. Also nochmal, explosiver Pfeil. Die Demon muss irgendwie an Goblin-Schießpulver gekommen sein, als wir unaufmerksam waren. Fügt dem Feuerpfeil zusätzliche Schadens- und Flächenwirkungen zu. Ein teilweise gespannter Bogen verursacht weniger Schaden. Ja, klappe zu im Hintergrund. Sonst wird die Kacke wird kalt. Ey, was heißt hier im Hintergrund, du Affe? Ja, weil ich gerade im Vordergrund war. Da, friss Steine, du. Pestizid. Hier, mach kaputt. Alter, halt nicht das Ding. Ja, das ist eine dicke, fette Spinne. Alter, da will ich nicht hin. Vergiss es. Ich auch nicht. Uah, ich hasse Spinnen. Es ist nicht so, dass ich sie hasse, aber das Ding ist viel zu fett, Junge. Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee, da durchzugehen. Ich gehe trotzdem mal. Geh du mal. Seid ihr klar, im Klaren? Ja, die ist eklig groß. Geh mich mal bitte wiederbeleben erstmal. Nein. Okay, was soll's? Wenn du jetzt die bitte sagst. Beleb mich wieder. Nö. Sonst gibt's sonst gibt's heute Abend keine Schläge. Ja, okay, gut, ich geh. La. Du willst heute Abend keine Schläge haben? Nee, will ich nicht. Dabei willst du sonst immer ordentlich aufs Fressbrett. Mit dem Baseball-Schläger. Schlägi? Was ist bei dir kaputt, Junge? Schläger. Bist du ein Dutzi, du? Los, lass dich mal von der... Geh mal runter da, du fette... Diebin. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich, warum das hier wackelt. Das sperr mich ein. Tu ich. Ich bin drüben, yeah! Ja, ich bin tot. Pilze! Ich bin abgestürzt und da kam die Spinne, Alter. Das ist eine richtig schnelle, faste Spinne. Pilze! Da oben ist der nächste Spawnpunkt. Ich war noch nie die Beste im Turn. Pilze! Juhu! Okay, Entschuldigung. Die Frau entdeckt gerade ihre Kindheit wieder. Alter, man muss im Herzen immer Kind bleiben. Wenn du das nicht kennst, kann ich nichts hier. Ich bin purer Ernst. Tillmann, Hoffmann, Markus, was auch immer du willst. Und Ernst? Nee. Wieso ich jetzt gerade auf Ernst Tillmann kam? Keine Ahnung. Tillmann, Alter. Tillmann, nicht Tillmann. Ernst Tillmann, das war ein Typ aus der DDR. Jetzt spring doch, verdammte Scheiße, Junge. Du musst nur die Leertaste übrigens gedrückt halten zum Springen, um höher zu springen. Dann springt er die ganze Zeit höher. Nein! Halt doch einfach die Leertaste gedrückt und dann, wenn du sagst... Sag ich doch, du Hirnmulch. So. Vorsicht. Von was auch immer das Ding jetzt getötet wurde. Ach, von der Blume. Rage up, Flower. Rage up. So, ich komme mal auf dich. Ich bin halt ausnahmsweise mal so nett. Ich hab's heute überhaupt nicht drauf, ey. Das geht mal gar nicht, ey. Schon wieder weg. Geh mich mal unten bitte wiederbeleben. Ich wollte eigentlich... Da war der nächste Spawnpunkt, wenn du das sehen kannst, du Hirn. Ich hab's gesehen, aber ich sag's trotzdem. Beleb mich doch mal an einen alten Wiederbelebungspunkt wieder. Nein!
Weg meine Eier! Ich hole sie auch extra aus dem Kühlschrank für dich. So. Oh! Junge! Kannst du dich nicht mal dazwischen stellen? Hier. Stand dazwischen. Hier. Dann Pfeile weg, du springen. Ich hab Lags, das ist gerade ziemlich scheiße. Zapf wieder irgendwie meine Internetleitung an. Oh, so kann ich nicht spielen. Ich kann so nicht spielen. Nee, ich kann so nicht spielen. Tut mir leid. Muss erstmal alleine weiter. Ja, bis hierhin, wo ich bin, kommst du noch. Nee, ich schaff's nicht mehr zu springen. Dadurch gerade. Das ist jetzt sehr nervig. Wahrscheinlich macht sich mein Antibio oder so nebenher bemerkbar. Würde mich nicht wundern. Jetzt geht's wieder. Hat vielleicht gerade ein Update gefahren. Wahrscheinlich. Der war gut. Schön reingedreht mit einer Schraube. Das gab eine 10,1 in der B-Note. Abzüglich der abzüglich der A-Note von 0,0. So, ich bin drüben. Jetzt kann ich dir... Warte. Kannst du mir mich wieder einfach wiederbeleben? Warte, Smog. Alter! Ich bin im Übrigen tot, ne, wegen dir. Nur so als Info. Wegen mir. Ja, weil du das Ding darüber gezogen hast mit deinem fetten Arsch. Darum. So geht das, hast du es gesehen? Nix kann die Frau, ey. Komm um! Ja, musst du vorher anzünden. Ich kann die nicht anzünden. Mit einem Schwert kurz schlagen und dann... Ja, das kann ich aber nicht nehmen. So tötet man einen Goblin! Warte mal, geh mal da weg. Ich schmeiß es rüber, das Fass. Nee, ich will die Brücke, damit wir da rüberkommen. Muss doch mal weg! Da unten ist eh noch ein Hebel. Oh. Die Junge einfach mal weggeht. Ach, komm ich eh nicht dran, Glück gehabt. Mach du mal. Mach den Hebel. Ja, ja. Jetzt kommt hier Feines wieder. Der sah böse aus. Ja, ich hab was für dich. Zielübung. Ja, danke schön. Wir müssen oben lang. Also ich gehe oben lang. Oh, geh mich mal bitte wiederbeleben. Ach. Ja, ich hab das eh in der Erfahrungspunkt geholt. Ja, du kannst andere Richtung gehen. Jetzt gerade ein Leck, das habe ich eindeutig gesehen. Da unten ist das Portal, das ist unten. Guck mal, ich kann zaubern. Ja, ich guck mal gerade, ob ich den Sprung schaffe. Was habe ich dir vor der Aufnahme gesagt? So, bitte nochmal mich wiederbeleben. Mann ey, jedes Mal das gleiche mit dir. Ich habe doch bloß eine Höhle gefunden mit... Ja genau, wieder unnötig Zeit verschwenden. Das ist ja unnötig. Ich hab das alles schon geholt. Das ist trotzdem unnötig. Nee, das gehört dazu. Steig ein.
Es rückelt, Alter, das ruckelt vorwärts, das Ding einfach nur. Die Räder drehen sich nicht, die ruckeln. Vorsicht, du musst angeblasen. Warte mal, geh mal zurück, da ist noch ein... Oh, ernsthaft jetzt? Du weißt, ich krieg schlechte Laune bei sowas. Gehört nochmal zum Spiel dazu, die Erfahrungspunkte. Ja, kannst du dir aber dann auch später oft noch holen. Nein, wenn, dann müssen, wir die mit, wenn dann müssen wir die jetzt gleich mitnehmen. So. Cool, geht durchs Blatt durch. Oh, au, au. Da klopft er über den Stein. Bewerf mich mit Steinen. Ich habe ich. Ich dachte, du willst mal drauf springen. War ich schon. Bin ich auch ohne deine Hilfe drauf gekommen. Okay, das Wasser muss irgendwie da hinten hin. Kind. Ja, die Frage ist wie. Weil... Ja. Alter, geh doch mal weg. Ganz ehrlich, du spielst... Ich hab mich nicht mal bewegt. Was machst du denn da für einen Mist? Das Blatt da ein bisschen rüber zu leiten, das Wasser schon mal ein Stück rüber zu leiten. So, drehen, 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 drehen. Verdammt. Interessanterweise kein Wasser mehr drauf. Ja, es ist verdampft oder so, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich mir nicht fragen, wenn ich vorstellen kann, warum das verdampft. Weil das Ding ist, glaube ich, nicht gerade heiß jetzt. So, meine Güte. Oh, eine schicke, giftig grüne Pflanze. Wupp. Ein mega Erfahrungspunkt-Ding. Warte mal, ich komm mit. Nee, nur für nichts. Nichts zu Speicherpunkt. Ein Stereo so sagen können. Du kannst die Dinger nicht mehr unterscheiden. Ach, wie geil. Da oben kommt doch keiner rein. Ja, kommt man nicht, ne. Alter! Eine geile Rutschpartie! Wow! Ich ertrinke! Ich kann nicht schwimmen! Ich lasse dich ertrinken! Und du schwimmst erstmal durch mich durch, ist klar! Ja! Ja, dass du mich ertrinken lässt, ist klar! Oh, guck mal, ich bin ein Delfin! Hui! Oh, es wird böse, glaube ich! Solche Höhlen bedeuten nie etwas Gutes. Sag ich ja. Und zack, war sie drin. Dabei wollte ich gerade noch mal ein paar Eisflächen zaubern. Hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht. Du darfst auch mal vorlesen übrigens. Amadeus hatte sich an ja. als er in seiner Schulzeit das Schloss am Meer. In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrunk gebaut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Yeah, Licht! Ich bin ins Licht gegangen. Für die leserische Vorleistung muss ich mal ein klein bisschen Beifall klatschen. Klang sehr überzeugend. Wenigstens kann ich es im Gegensatz zu dir. Ich bin voll auf Droge und genügend. Was kannst du denn noch? Ich kann kochen! Kannst deine Kuh melken! Das nicht, aber ich kann was anderes melken. Nee, ich wüsste nicht, dass du Mutter bist, also du kannst oben nicht melken bei dir. Sollen wir weitermachen oder niveauloser werden?
niveaulos. Das erinnert mich an das Let's Play, was ich heute geguckt habe, To the Forest. Der Flachwitz, der war wirklich nicht schlecht. Und zwar hang da eine halbe Leiche an der Decke und zwei ganze. Und der Typ meinte dann, ach, guck mal, hier haben wir Two and a Half Man. Okay. War nicht gut. Two and a Half Man. Two and a Half Man, das weißt du Bescheid. Hat was. Wie auf den Namen gekommen sind, ne? Gut. So, aber wir gucken schon mal ein bisschen in den nächsten Abschnitt rein. Oh, schön. Also ich weiß, wo ich demnächst Urlaub machen werde. Oh, nimmst du mich mit? Alter. Ich wollte Urlaub machen. Oh, ist das geil. Auch wenn man das eine Flaschenpost. Lass mal auch machen. Ja, kann das, ich nicht. Komm ich nie ran. Das ist gerade ganz uncool. Können wir die Aufnahme beenden? Wieso? Ich muss niesen. Na nies. Guck mal, Alter, wie meine sich da streckt. Ah, schön morgendliche Übungen. 1, 2, 1, 2. So, jetzt kannst du von hinten ran. Jetzt, komm! Eigentlich eher dein Ort? Also, wo ich da erinnern, wir haben auch mal Spiel namens Dragonica gespielt. MMORPG, so ein bisschen Jump'n'Run-Style, also kannst du mit Gamepad spielen, kannst du auch mit Maus und mit Tastatur spielen. Und ja, da konnte man ein paar perverse Sachen machen. Ich glaube, das kannst du so ziemlich in jedem MMORPG, erinnere dich mal an Alotz. Da kannst du die Charaktere bis auf die Unterwäsche ausziehen. Und je nachdem, was du für einen Charakter hast. Hui, ist das stürmisch. Ach, wie geil, guck mal. Hier unten ist alles total ruhig. Ach, ist das schön. Ach, da unten geht's weiter. Nee, du kannst halt nur tauchen. Da ist eine Schildkröte, oder? Nee, ein Fisch oder so. Ja, nee, den Korallen. Sah kurz erstmal so aus. Und hier oben ist das Meer voll am Toben. Aber auch nach unten ist es chillig. Aber das ist wirklich so. Das kriegst du unten nicht mit, dass das da oben so tobt. Also, eine Kokosnuss! Die heißen Kokosnüsse. Alter, was für Kokosnüsse, Alter? Oh mein Gott, eine Kokosnuss! Ich liebe Kokosnüsse. Sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß. Geh mal runter da. Bitch! Mach uns Kokosmilch. Bitch! Yay! Ich rette es! Gerettet. Das ist so geil unter Wasser. Das sieht aus, als würde da ein riesiger Schlüssel stecken. Auch mit den Eiern zu scheiße. Sieht ganz schön haarig aus von unten. Haarige Eier. Ich komme da nicht drauf jetzt wegen dir. Ich komme nicht auf die Eier. Alter, wie geil ist das bitte. Hier werde ich definitiv meinen nächsten Urlaub verbringen. Krabby! Mr. Krabs! Bam, 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 bam. Ich bleib einfach stehen. Oh, das tut mir schon fast leid, das Ding. Komm mal rüber, wir gucken, was passiert. Es tut nichts. Es will nur spielen. Nö, ne, was ist das? Ah, Arschlagen, Arschlagen! Alter, wie geil, guck mal noch. Leuchtfisch. Leuchtfisch? Hast du nicht gerade gesehen, der war gerade ein bisschen gierig in deine Richtung unterwegs. Alter, wie ich hier einfach mal versinke mit dem. Oh, da unten geht's aber auch weiter. Tut der was? Nein, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich will es aber ehrlich gesagt nicht so ganz austesten. Du musst Luft holen. Alter, ist das schick. Hier unten sind eine Menge Fässer. Ich hab hier schon wieder Dings, Alter! Okay. Alter! What the fuck? Wie bist du jetzt eigentlich da hochgekommen? Da ist doch ein Vorschlag. Ah ja. Hier. Zack! Und jetzt! Bam! Pass auf, das Bash dich weg! Alter, wie kommen wir jetzt da rüber? Wie kommen wir da rüber? Ach, selbst weggenockt. Ich geh mal gucken, ob es unten noch einen Weg gibt.
Ja, ah. hab ich schon. Ich hab nichts gefunden. Was kann ich nicht mitnehmen? Da sind lauter Fässer hier unten drunter. Kannst du die nicht anzünden? Nee, du kannst unter Wasser nicht keine Waffe oder so. Komm mal wieder zurück. Das ist wenigstens physikalisch mal richtig. In anderen Spielen, ey. Ich da bedenke, ne? Allein hab das Ding mal angehalten übrigens. Ich kann mal nicht. Dann könntest du mal eine Plattform draufsetzen. Ah. Vielleicht klappt das, dann können wir Ich will aber nicht aus dem Wasser raus. Auch so gemütlich. Bisschen weiter rüber, hoch damit. Ja. Du stehst im Weg. Hallo? Plattform? Geht nicht. Ist egal, komm rüber. Ja, du, ich aber nicht. Weil du mal wieder egoistisch bist. Was hat das mit egoistisch zu tun? Du könntest das Ding mal ein Stück ziehen. Das schaukelt nämlich jetzt wieder, du Held. Ja, jetzt gerade fest. Dankeschön. Mann, ey. Heiß. Wir brauchen eine stabile Kiste. Ist da irgendwo eine? Ich habe da schon was draufgestellt. Ja, hier ist aber noch ein Button unterm Feuer. Aber wenn du das machst, geht die ja kaputt. Ich glaube, gegen die Mauer kannst du da was gegenwerfen. Probier mal was gegenzuwerfen. Den Hammer. Ach so, natürlich. Hammerhead Rock! Hat übrigens schon wieder ein Levelaufstieg. Ja, schieb die Kiste zur Seite. Hab ich. Hä? Komm ich nicht dran. Oh, da oben ist noch mehr, ey. Na, normal. Aber keine Ahnung, wie ich da rankomme. So, Levelaufstieg. Noch eh noch einen Punkt. Bis es soweit ist. Ich komme gleich hoch wieder. Ich wollte bloß die eine leichte Sache wollte ich mir noch holen, da wo du die Mauer eingeworfen hast. Du hast gesagt, ich soll es machen. Es gibt mir nicht die Schuld daran. Ich habe mich auch nicht beschwert, dass du die Mauer eingeworfen hast. Oh. Ich kann dir dezent Hilfe gebrauchen. Vorsicht. Darf ich das Schwert mitnehmen? Peter. Hau rück. Warum renne ich eigentlich nicht da? Das weiß ich nicht, weil du vermutet hast, dass du den Hebel betätigst wahrscheinlich. So. Hui! Mal kurz, ich will erstmal hoch, ja? Wow, Alter, wie läuft das denn ab? Das ist ja ganz fies. So, halt mich mal bitte so. Falls du mich so halt noch siehst. Ja. Hör. So, mal gucken, ob ich da rüberkomme. Yeah. Also, ich bin irgendwo rübergekommen und du kannst auch gefahrlos unten landen. Stell ich gerade fest. Das Einzige, was gefährlich ist, ist, dass wir zurückkommen. Ja. Komm, wir stellen uns mal da rein. Komm nicht mehr raus, doch bin ich. Ja, scheiße. Ah, jetzt wieder zum Basteln. Ja. Nee, das ist sinnvoll. Nee, das musste... Setz das jetzt mal unten drauf. So? Ja, jetzt mal meine Überlegung. Ja, es war dann doch ein bisschen... Jetzt ist es weggeblasen. So, das ist mir zu blöd. Ja. Schieb es doch nicht weg! Ja, du sperrst mich ein?
Du hast voll die Scheiße da gebaut. Wie viele Kisten willst du denn noch draufstellen? Junge, geh einfach weg. So. Aber wie wir da weiterkommen, seht ihr in der nächsten Folge. Daher verabschieden wir uns erstmal. Und überlegen uns mal eine Lösung für das Rätsel. Nicht wahr? Nee. Naja, bis denn. Tschüss.